Inshallah, Stadt Allendorf mit dem Imam zur Einschulung in die erste Klasse. Im besten Deutschland aller Zeiten ist das ganz normal. Ich mache leider keine Witze, das ist völlig ernst, dieses Thema, obwohl ich mich noch in den Niederlanden befinde. Hier gab es eine Einschulung und mein eigener Neffe ist diese Woche ebenfalls eingeschult worden. Doch ein Imam war bei seiner Einschulung nicht dabei. Erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Für alle, die die Schnauze voll haben, sei nochmal gesagt, Auswandern mit Kopf, meinem neuen Zweitkanal für alle, die es nicht mehr ertragen können, die nicht mehr länger zuschauen wollen, wie Deutschland degeneriert und weiter absteigt. Aber wir kommen zurück zur Grundschule in Stadt Allendorf. Stadt Allendorf liegt für alle, die es nicht wissen, in Hessen. Und dort an der Nordschule kam ein Imam. Ich kann euch das Ganze mal zeigen, auch mit Ton selbstverständlich. Dort kam ein Imam zur Einschulung in der Grundschule vorbei. Und jetzt wird es wieder Kommentare geben unter diesem Video. Was regst du dich so auf? Du bist doch nur ein Hetzer. Lass doch die anderen Kinder, die gehen ja auch zum Gottesdienst oder der Pfarrer kommt. Und da muss man mal sagen, ich war 7 Jahre lang katholischer Messdiener. Ich sage euch, es ist einer der schlimmsten Vereine, die wir haben, diese katholische Kirche. Sie gehört als verbrecherische, kriminelle Organisation verboten und geschlossen. Und alle gehören wirklich, alle gehören mal den Strafprozessen zugeführt. Die ganzen Kinderschänder und so weiter, alles, was die Kirche gedeckt hat. Aber das Hauptproblem ist ja nicht, dass die Kinder in einen ökumenischen Gottesdienst gehen, ja, vor der Einschulung. Das Ganze findet nicht auf dem Schulgelände statt. Und hier, der Imam sitzt auf dem Schulhof und singt da einen fröhlich daher, auch noch in einer fremden Sprache. Wenn ihr meinen Kanal kennt hier, dann wisst ihr, dass ich ganz kritisch bin gegenüber Glaubensbekenntnissen, vor allem in der Öffentlichkeit und vor allem in fremder Sprache. Ich habe auch Probleme mit den lateinischen Liedtexten, die die katholische Kirche bis heute verwendet in der Vesper. Ich sage, wenn ihr das Ganze nicht auf Deutsch macht, und das gilt für alle, das gilt für den Katholik, wie für den Evangelen, genauso wie für den Muslim bei seiner Predigt. Ihr habt das auf der Sprache, auf der Amtssprache des Landes zu machen, in dem ihr zu Gast seid. Oder ihr könnt euch nicht auf euer Grundrecht der Glaubensfreiheit berufen. Denn es gibt hier gewisse Regeln, an die müssen wir uns halten. Niemand hat ins Grundgesetz geschrieben, dass man ein Grundrecht auf seinen Glauben in seiner Muttersprache hat. Das sind Auslegungsgegenstände, das können wir uns raussuchen. Aber ihr wollt den Imam sehen aus der Grundschule, hier kommt er. Ich lasse das Geheule jetzt nicht so lange weiterlaufen. Ich kann mir das ernsthaft gar nicht anhören. Ich finde das furchtbar. Ich finde das schrecklich. Ich finde das Katastrophe. Eine wirklich schwierige Situation. Da sitzen dann die Erstklässler. Sie haben sowieso schon das Problem, dass es quasi ja nur noch Klassen mit sehr, sehr hohem Migrationsanteil sind. Und da findet quasi gar kein Lernen mehr statt. Dort geht es darum, dann die Schlechtesten in der Klasse irgendwie mitzuschleifen. Die Besten gehen sowieso unter. Und der Erwerb der deutschen Sprache wird dann auf einmal zur Hauptaufgabe in der Grundschule. Dabei sollten die Kinder die deutsche Sprache schon kennen. Man sollte ihnen das Lesen und das Schreiben beibringen. Dabei müssen sie stellenweise ganz von vorne anfangen. Aber es kommt jetzt auch noch dazu, dass dann in der ersten Klasse bereits Glaubensbekenntnisse getragen werden. So gab es bei meinem Neffen in der Klasse natürlich ein Mädchen mit einem Kopftuch, wo man sagen muss, mit 6 Jahren, Leute, das ist Ideologie, die ihr hier in die Grundschulen tragt und ihr werdet davon die Quittung bald bekommen. Die ganzen Jugendlichen, die jetzt im Schulsystem drin sind, die quasi die verkorkste Politik ihrer Eltern und Großeltern ausbaden müssen, weil sie jahrzehntelang falsch gewählt haben oder es immer noch tun, die sind es, die bei den U18-Wahlen die AfD auf Platz Nummer 1 setzen, weil sie sagen, liebe Eltern, liebe Großeltern, ihr lasst uns hier am langen Arm verhungern mit den ganzen Ausländern in den Schulen. Wir sind es die, die gemobbt werden, die Kartoffeln. Wir sind es die, die verschlagen werden. Niemand kümmert sich um uns und dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn wir Leute wählen, die uns versprechen, dass wir diese Leute entfernen, sie aus dem Land schmeißen. Und da muss man mal eins sagen, ich bin ja hier gerade in den Niederlanden. Ihr habt das ja sicher mitbekommen, wenn ihr meine Videos verfolgt. Und hier gibt es natürlich auch einen hohen Migrantenanteil, einen hohen Anteil an Muslime. Allerdings gibt es hier im großen Erscheinungsbild keine Probleme wie in Deutschland. Hier ist es sauber im öffentlichen Raum.
Hier finden keine Gruppenvergewaltigungen und Messerstechereien im offenen Raum statt. Natürlich gibt es in Haarlem, in Amsterdam, in Den Haag, in Rotterdam gewisse Gegenden, da ist das auch wirklich schlimm. Sie haben hier vor allem ein Problem mit Banden, mit Mafia und mit Drogenkartellen. Das ist hier so die Hauptproblematik. Aber das, was wir haben, messerstechende Syrer oder Afghanen, die ein bisschen hier oben Amok drehen, sagen sie immer. Ich sage, das sind Soldaten, aber das findet hier quasi gar nicht statt. Selbstverständlich gibt es auch mal eine Messerstecherei hier in den Niederlanden. Allerdings ist es doch sehr gepflegt. Genauso ist es ja, wenn man in die Schweiz fährt. Dort sieht man dann im Park Araber mit Turban oder mit Bart, mit Kutte, mit Gewand, wie auch immer ihr das nennen wollt, sitzen, die dann sich auf Arabisch leise unterhalten können. Ja, sie haben sich so weit integriert, dass sie ihre eigene Lautstärke reduziert haben. Aber ich bin gespannt auf deine Meinung. Inshallah, hier nach Stadt Allendorf. Ob die das in der Grundschule vorher alle so gewusst haben, ich würde behaupten, nein. Aber die Leute wollen ja immer beschwichtigen und sagen, solange ihr in den Gottesdienst geht, da kann auch der Imam kommen. Und ich sage ganz klar, nein. Auch der Gottesdienst, der gehört abgeschafft, wobei es ja nur ein ökumenischer Gottesdienst ist. Ein ökumenischer Vortrag eines Imams in einer fremden Sprache. Hier oben, da oben, ganz großer Vogel, Leute nach Hessen. Da, ihr habt nicht mehr alle Latten am Zaun. Ihr seid völlig geisteswahnsinnig, ja? Ihr gehört alle mal unangespitzt durch eine Doppelglasscheibe geschmissen. Und wenn ihr fragt, warum, dann gerade nochmal, ja? Dieses, immer dieses, wenn sie nicht verstehen, warum. Oh, das ist wie Olaf Scholz, wenn sie nicht verstehen, warum. Ich bin auch zornig. Ja, genau, Olaf Scholz, du und zornig, ja? Du hast vielleicht irgendwas hinten querstecken und nimmst zu viele irgendwelche Substanzen, aber wir schweifen hier ab vom Thema. Ich will deine Meinung wissen, abonniere den Kanal, auch Auswandern mit Kopf und kommentiere unbedingt dieses Video für den Imam zur Einschulung in der Grundschule. Ich bin gespannt, wie viele Leute hier kommentieren, dass sie dafür sind, dass mehr Imame in die Grundschule kommen. Ich bin dafür, dass das gesetzlich verboten gehört. Lasst unsere Kinder frei von Ideologie, lasst sie auch frei von Religion. Sie können das irgendwann entscheiden, wenn sie selbst darüber nachdenken können. Aber dieses Aufoktroyieren, ja, ich lasse meine Kinder auch nicht taufen, obwohl ich selbst getauft wurde als kleines Kind, weil ich sage, ich drücke denen nicht den christlichen Glauben auf. Zumal ich immer noch der Auffassung bin, die katholische Kirche ist die größte kriminelle Vereinigung, die wir auf diesem Planeten je gesehen haben. Wirklich mit großem, großem Abstand. Sie haben die meisten Verbrechen auf dem Kerbholz und wir können das nur erahnen. Damit sage ich, bis zum nächsten Video, abonniere den Kanal und ciao, bis bald.